Heute darf ich sagen, dass mein Arma 3 Oldest Live Server habe, also bleibe dran. Moin Moin meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Infovideo. Und zwar, viele von euch haben jetzt schon im Titel gelesen, Arma 3 Oldest Live Server. Und ja, ich darf euch jetzt hier glücklich sagen, dass ich jetzt endlich meinen Arma 3 Oldest Live Server habe. Und ja, der Server ist jetzt auch schon online für euch. Also, wenn ihr drauf Bock habt zum Zocken, zeige ich jetzt hier schon im Bild die IP-Adresse vom Server ein. Und wenn ihr Bock habt, bisschen auf dem Teamspeak mit mir zu chillen oder mit euren Freunden zu chillen, zeige ich jetzt auch schwind mal hier die IP. Unten in der Videobeschreibung sind auch alle beide IPs beschrieben. Und ja, jetzt erzähle ich schon ein bisschen was vom Server. Der Server heißt Fortlife. Fortlife einfach so, weil es uns einfach nichts Besseres eingefallen ist. Und zwar, der Server hat 50 Slots, also 50 Leute können drauf spielen. Wir haben viele neue Sachen auf der Map hingebaut. Es gibt auch jetzt auch viele Events für euch auf dem Server. Auch nicht wundern, der Server ist jetzt auch noch nicht komplett fertig. Der Server wird noch aufgebaut, nebenbei noch so. Es kommen noch neue Mods drauf, es kommen noch neue Sachen auf der Map drauf. Neue Skins, neue Fahrzeuge, alles drum und dran. Der Server ist jetzt für euch jetzt schon öffentlich, dass ihr schon mal drauf spielen könnt, um zu sagen, ja, was wollt ihr nicht. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr sie mir gerne unter diesem Video schreiben oder in Teamspeak mir schreiben oder irgendwie Bescheid sagen. Und ja, es gibt jetzt auch auf dem Server auch verschiedene Berufe. Also es gibt jetzt nicht nur Polizei und Medic, sondern es gibt einmal Polizei und SEK und Zoll. Die drei sind getrennt, also alle drei Berufe haben auch einen anderen Einteilung auf dem Server, was sie zu tun haben. Und bei den Medics gibt es auch nicht nur die Medics, sondern es gibt einmal die Feuerwehr, THW und so ein ADAC, aber auf dem Server heißt es AARC, also dreimal A und ein C. Das ist wie im deutschen ADAC-Dienst. Und ja, also wenn ihr euch auch dafür bewerben wollt, schreibe ich auch schön mal hier ins Bild rein die E-Mail-Adresse, wo ihr euch bewerben könnt. Bewerbungen-fortlife@web.de, da könnt ihr euch einfach bewerben. Aber ich sag jetzt auch schon voraus, wir nehmen zurzeit keine Bewerbungen an, weil wir erstmal normale Spieler auf dem Server brauchen. Aber wir suchen auch jetzt noch ein paar Skripte, also für die Leute, die wir auch ein bisschen skripten können und eigene Mods oder Scripts erstellen können. Ihr könnt euch gerne auch mal unten in dem Video auch mal vorstellen oder auch einfach mal mich auf dem TS auch einfach anschreiben. Und für Leute, die wo jetzt auch Supporter, Administrator oder irgendwas wo sein wollen, kommt einfach auf den Teamspeak, redet mit uns und dann schauen wir, wie wir euch einteilen könnt, ob ihr Supporter, Administrator oder irgendwas werden sein könnt. Kommt einfach auf unseren Teamspeak, redet mit mir oder mit dem Florian. Und ja, das war's auch jetzt von dem kleinen Infovideo von dem Oldest Live Server. Es kommt auch noch bald ein Trailer. Und ja, ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a